Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Mario wieder dazu geholt. Guten Abend. Wir gucken uns an, der Steffen mit Death and Hawks gegen den Ferret mit Colorless Post. Eine 12 gegen eine 11. Ich glaube, da hat der Steffen haushoch gewonnen. Haushoch, mit ganz weit Abstand. Als allererstes, was ich natürlich sagen muss, ja, wunderschöne Matte vom Death and Hawks Spieler. Ja, von tokens4mtg.com. Schlechte Werbung. Ist mittlerweile ein Running Gag geworden. Ja. Aber die WoW-Matte, ist eine WoW-Matte, finde ich auch nicht schlecht. So. Ja, die ist eine Leihgabe des ortsansässigen Local Game Store-Betreibers gewesen. Ach so. Ja. Gut. Death and Horse gegen Colorless Post. Habe ich gerade eben schon kurz vorher in der Vorbesprechung gesagt. Colorless Post ist da meines Erachtens nach vorne. Einfach weil Death and Hawks weniger Ports spielt, weniger Revoker spielt und damit nicht ganz so hart in den Colorless Post-Plan reinfährt. Weil meiner Erfahrung nach ist Colorless Post für Death and Taxes ein ziemlich easy Matchup, wenn man weiß, was man tut. Ja, da kommt ein Post gegen den Caracas. Caracas Go ist natürlich nicht das, was man haben möchte, glaube ich. So Viole, ne? Ja. So First Turn oder Tower of Wasteland, das ist schon. Jetzt eine Viole dabei da gewesen, ja. Das wäre Traumstart, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ziemlich gut. Noch ein Port, auch sehr, sehr dann gut. Dann waren die nur getappt ins Spiel und kriegst Mana in Höhe der Ports, die du besitzt, ne? Oder der Post, ja. Der Post, der genau. Post. Der Lokusse. Ah, hier ist ein Rishan-Port. Abgibt wird dann einer von zwei Rishan-Ports, dann wird der Post. Mana Denial fahren, klappt. Genau. Ätherfiole wäre halt wichtig, weil jetzt hat er. Vizuba, ne? Ja, Vizuba kopiert er sich. Das heißt, er hat damit jetzt mindestens schon mal 4 Mana. Das ist schon ziemlich viel. Ja, Snowcard. Vizuba 4 Stück, ne? Ich glaube nicht, ich glaube 3. Kann man nur seine eigenen oder auch die vom Gegner? Man kann auch die vom Gegner nehmen. Das habe ich tatsächlich in dem grünen Post-Version hin und wieder mal gemacht, wenn der Gegner irgendwie so ein Duel hatte oder irgendeine Art von Grünquelle. Ich manchmal eine Vizuba auf seinen Forests gespielt. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier jetzt eine Ding wäre halt gut gewesen, eine Fiole, weil dann hätte man viel länger, viel mehr mit dem Mana auch schon machen können. So verliert man jetzt einfach sehr viel Tempo. 3 Mana und noch keine Karte gezeigt, so gefühlt. Mhm. Und immer noch keine Karte. Aber so viele Instant spielt ja der Colorless Post jetzt auch nicht, der kann auch nicht mit dem Kacken. Ich glaube gar keiner. Spiel noch ein Vizuva. Oh, das sind 4 Mana jetzt auf der Hand. Ne, sind 3 Mana pro Land. Das heißt, er hat 9 Mana on Board. Ohne Trinisphäre, die ist natürlich auch richtig vernichtend ohne Fiole. Ich habe gerade einen Hawk gesehen. Jetzt 3 Mana ist ein Hawk natürlich richtig mies. Und auch die Verzauberung ist mittlerweile richtig mies. Weil die auch 3 Mana kosten muss dann, ja. Trotz Pitch, ne? Ja. Die Talia kostet 3, ja. Ja, Talia Trinisphäre für jeden, der nur irgendeine Art von Judge-Sachen gemacht hat. Super easy. Aber er enttappt gerade einen Caracas, weil er einen Caracas neues gespielt hat. Genau, neues Caracas gespielt. Einfach nur wahrscheinlich, um die Talia zu beschützen. Ich denke aber nicht, dass das es wert war, noch einen Caracas zu spielen. Ich glaube, ich hätte nächste Runde lieber mit 4 Mana gespielt. Spielen die Colorless Post nicht diese komische Instant von diesen Eldrazi-Dingern da, diese. Ich glaub, Sideboard. Im Sideboard? Ich glaube, im Sideboard. Oh, die konnte auch so 2-3 Fähigkeiten, ne, wo du eins auswählen konntest. Eine Hexerei kontern, in 1-1er beschwören oder eine Kreatur mit Stärke oder Widerstandskraft von 1 exilen. Ja. Oh, 9 Mana. Oh, genau. Und dann war der mit den minus X-Fähigkeiten, wo dann alles dann so zerstört wird oder halt plus 2, glaube ich, für einen Lightning Bolt. Oder minus, ich glaube, 12, um 7 Karten zu ziehen, 7 Leben zu bekommen und 7 permanent aus deiner Hand ins Spiel zu bringen. Klingt fair für 7 Mana. Ja, Turn 4 hätte man auch Turn 3 machen können, wenn da nicht ein Wasteland kommen wäre. Ah ne, Turn 5. Fair, ist ja nur Turn 5. Ja, nur. Der andere. Der ja, das Hawks ist. Player. Das ist der Moment, wo ich schon schieben würde. Einfach weil diesen Planeswalker kriegst du mit dem Death and Hawks ohne Revoker, glaube ich, nicht mehr vom Board. Ich wüsste nicht wie. Vor allem nicht mit der Trinisphäre noch hinten dran, das heißt, du bist eh auf 1 Spell gelockt.
Selbst der Flickr-Wisp würde den auch nicht. Aber Flickr-Wisp spielen die auch nicht. Nee, die spielen hier die guten Charming Princes. Scry 2? Ja. Scry 2 into Conceit. Komm schon. Naja, anscheinend wird da wirklich noch überlegt. Ja, ist schon. Ja, Scry 2 into Conceit. Okay, ich wollte es nämlich schon sagen, weil eigentlich... Schnelles Game, faires Game. Ja, es ist halt... besser jetzt das Game zu conceden, anstatt noch mehr Sachen von seinem Deck zu zeigen. Auf jeden Der Fall. Gegner weiß durch den Charming Prince, dass es ein Devon Hawks ist, oder? Genau. Hätte er es den Charming Prince nicht gezeigt, hätte der Gegner gedacht, er wäre ein ganz klassisches Devon Texas? Ich denke auch, aber ich glaube, es macht vom Borden her keinen Unterschied für den Colorless Post-Spieler. Ich glaube, er hat keinen so großen Unterschied. Hier sieht man ganz schön bei einem Colorless Post-Spieler eine Sache, die ich sehr vermisse bei Leuten. Und zwar hat er gerade einen Sideboard-Guide rausgeholt. Ich glaube, Ferrit hat den mit uns in Bologna geschrieben. Und das ist wirklich, dass er wirklich nachgucken kann, was er rausnimmt, was er reinnimmt. Ja, so Guides, die sind halt manchmal gut. Eigentlich immer. Immer gut. Immer gut. Es hilft einfach immer tatsächlich. Also man hat seine Matchups genau im Kopf, aber da muss man da auch die Spielerfahrung und weiß ganz genau, gegen das Match muss ich das und das reinboarden und ach ja, der könnte auch noch das und das haben. Vielleicht, genau. Und man muss sich halt viel mehr Gedanken darum machen, statt dass man einfach, gerade wenn man dann längere Runden spielt, an so einem Turn 5 oder, also nicht in Turn 5, in Runde 5 oder Runde 6 ist, in einem Turnier, wenn man sich dann nochmal zusätzlich Gedanken machen muss, jedes Mal beim Sideboarden, es ist einfacher, wirklich das sich aufzuschreiben und am Papier einfach runterzuholen. Aber was würde denn jetzt Ferret da reinposten und was würde reinboarden und was würde jetzt der Stefan in dem Falle reinboarden? Wovon gehst du aus? Deathen Hawks gehe ich davon aus, dass die Councils Judgment reinkommen. Einfach nur, weil Councils Judgment gegen die Planeswalker-Sachen ziemlich gut sind. Raus können meiner Meinung nach die Talias. Weil die sind zu langsam, sind. Ne? Die sind zu langsam und hindern dich selber einfach zu sehr. Des Weiteren kann man theoretisch auch auf Swords to Plowshares verzichten, wenn man noch ein paar Karten reinboarden möchte. Ich weiß nicht genau, welches Sideboard das Deathen Hawks aktuell spielt. Aber man hat eben auch nicht so viele Targets, die man swarden kann. Ich glaube, 4 Thoughtnotseer und eine Ballista. Ja, und die Ballista swardest du nicht, weil der meistens die Minus... Genau. Die X, also die Markenrunderfähigkeit benutzt und den dann ins... Genau, anstelle von dem Post, ich glaube, das war der Tag, wo auch ein, wie heißt denn der gute, Topo abgespielt wurde. Topo ist natürlich richtig gut gegen Deathen Hawks, weil die kompletten Enter the Battlefield-Effekte alle komplett negiert werden. Boah. Das ist gut. 2-Mana-Artefakt, ja, ne? 2-Mana-Artefakt, das ist richtig, richtig gut. Aber der Colorless Post-Spieler, der hat ja ein Wishboard mit dabei. Genau, ne, das ist immer die Frage, wie weit man auf dieses Wishboard zugreift und wie weit man die ihre Karten reinboardet, sobald man Khan spielt. Das ist sehr interessant. Er kann halt viermal mit Khan ein Wishboard aufrufen. Genau, aber das ist halt sehr, sehr langsam im Vergleich zu einfach Turn 1 das Ding smashen und einfach damit gewinnen. Das ist halt das Interessante, was man dabei halt immer sehen muss. Ansonsten weiß ich gar nicht, was da noch so großartig reingenommen werden kann. Auf jeden Fall der Spell, wo wir gerade eben auch schon von geredet haben, der Sorceries-Counter hat. Ich weiß gerade den Namen von dem Ding nicht. Ich auch nicht. Aber das wird uns bestimmt irgendjemand in die Kommentare schreiben können. Viel zu spät, stimmt. Aber danke. Ich weiß nur, der einen hier, wie heißt es, Waste. Also nicht nur Colorless, sondern dieses besondere... Richtige farblose, ja. Richtige farblose Mana braucht und ein Colorless. Genau. Ja, alles gut. Nee, ansonsten ist es, glaube ich, gar nicht mal so viel, was da sonst noch gebordet werden könnte. Glaube ich. Spielen die All Just Dust oder wie die Colorless All Just Dust? All Just Dust ist, glaube ich, normalerweise eins im Sideboard. Weil man hat im Mainboard oder ein oder zwei sogar im Mainboard, weil man hat ja auch noch den Khan. Also man hat da schon einige Removal-Sachen, sag ich mal. Bridge? Nee, Bridge spielen die nicht. Nicht soweit ich weiß. Im Sideboard, glaube ich, in seinem Mischboard. Okay. Aber es muss nicht sein. Brauchen sie auch meistens nicht. Ja, ansonsten vom Start her, wie gesagt, braucht das Deathen Hawks, glaube ich, tatsächlich so eine Art Start mit Aether Fiole oder irgendeine Art von Tempo-Plays.
Ja, das ist ja die Viole meistens. Genau. Ja, genau, da kommt sie auch. Dann kann man eben mit dem Mana-Denial viel besser agieren. Auch mit dem Wastelands, weil der Gegner spielt fast nur ausgiebig. Nur. Non-Basic. Ja. Und da kommt direkt schon für 2 Mana und 2 Leben. Oh, Spyglass. Richtig schön. Pitting Needle mit, ich gucke gerade die meine da. Genau, da ist ein Wasteland, ein Hawk, eine Stoneforge. Das letzte habe ich schon wieder nicht gesehen. Oder nimmt man jetzt die Ätherfiole? Man könnte wirklich die Ätherfiole ansagen. Okay, es wird Wasteland angesagt. Sehr, sehr schön. So kann der halt in der nächsten Runde 4 Mana haben, wenn er noch ein Engine Tomb zieht oder hat. Ja. Genau. Auf der anderen Seite gibt dir jetzt damit dem Death and Hawk Spiel auf jeden Fall Permission, dieses Land zu droppen und was für 2 Mana zu droppen. Plus Viola auf 1. Plus Viola auf 1, das ist auch nicht so verkehrt. Jo. Ist natürlich dann die Frage, inwieweit das anscheinend relevant ist, dass die Viola egal in dem Moment ist. Ich frage mich gerade, wie das Wording bei Anderson Tomb ist. Ancient Tomb, ja. Ancient Tomb ist. Ob der, wenn der jetzt hier das, wenn er das Port spielt, dann, wenn der die dann tappt, ob der dann 2 Leben verliert. Nein, nicht. Das ist nur bei City of Brass ist das tatsächlich nur auf so. Okay. Genau. Deswegen spielt man ja die Mystery Confluence. Ja. Oder so. Genau, bei City of Brass sagt, jedes Mal, wenn sie getappt wird, kriegt der Spieler, der sie besitzt, ein Damage. Post. Ja, ansonsten. Post macht jetzt hier jetzt noch nicht so viel, wo? 3 Mana. 2. Werden, ja. 3? Achso, insgesamt 3 Mana an Bord. 2 Schaden, ja. Genau. Oh. Ja, ansonsten. 3 Hawks rausgesucht. Ist jetzt natürlich die Frage, ob da jetzt die Verzauberung kommt oder nicht. Das wäre natürlich richtig gut. Okay. 2 Mana, 2 Schaden und. Oh, sehr cool, eine Ratchet Bomb. Die hätte ich vom Anfang fast gar nicht erkannt, dass das eine Ratchet Bomb ist. Ne, ich spiele die tatsächlich selber. Deshalb kann ich jetzt Artwork halt sagen. Ist eine, ist eine sehr schöne Karte. Man kann immer einen Counter drauflegen fürs Tappen. Ja. Oder sie hochjagen lassen und alles in Höhe der Counter gehen dann drauf. Genau, aber genau der Counter tatsächlich. Mana-Kosten. Genau, aber nur genau die Counter. Was gegen das Death and Hawks ziemlich gut ist, weil das Death and Hawks sehr viel auf 2 hat. Ja. Wirklich, wirklich viel auf 2. Und der Colorless Post-Spieler hier wirklich variieren kann. Auf 1 kann jetzt auf jeden Fall die Viole hochjagen, aber ich glaube, hier wäre es auf 2 schon mal angenehmer. Ja, End of Turn Tap, kriegt eine Marke drauf. Genau. Ab in seinen Zug, zieht eine Karte, ganz normal, klassisches Magic. Genau. Wie man es kennt. Und der Stefan zeigt nochmal seine Stormforge, die da durch das Spyglass eben. Ja, die, er hat oben seine Hand hingelegt, tatsächlich. Ach so. Aus Fairheit, damit der Gegner seine Hand sehen kann. Wäre nett, wenn wir sie auch sehen könnten. Können wir aber nicht. Gut. Für 4 Mana haben wir wahrscheinlich ein Fortnite-Zier sein. Ja, Fortnite-Zier. Oh, darauf kann man noch mit ETW Untriggered noch was machen. Kann darauf reagieren, genau. Aber erst ist Stormforge reintroppen, dann so einen Shot raussuchen, damit der Fortnite-Zier damit er den wegzieht, das ist auch nicht so. Klingt nicht gut. Und dann ist es Stormforge verlieren. Weiß nicht, was er noch so auf der Hand hat. 3 Hawks. 3 Hawks, ja, aber. Und eine Pitting Needle. Stoneforge. 3 Hawks. Dann nehmen wir uns mal die Pitting Needle wahrscheinlich. Oder die Stoneforge. Macht die so viel Druck? Die Stoneforge? Ja, auf jeden Fall. Die Stoneforge ist hier schon wirklich die größere Gefahr. Die wird hier auch weggenommen. Ja, ansonsten, ich verstehe jetzt noch nicht genau, warum man die Needle nicht gespielt hat. Aber wahrscheinlich möchte man hier die Needle einfach aufbewahren. Weil man nicht weiß, was für ein Planeswalker kommt. Genau, weil man nicht weiß, welcher Planeswalker kommt. Und wenn man hier als Death and Hawk Spieler hauptsächlich Angst vor einem Planeswalker. Aber am meisten doch vor, aber auch wegen der Ratchet Bomb auf 1 vielleicht. Weil er die immer noch offen hat auf 1. Ja gut, letzte Runde wäre sie auf 0 gewesen, da hätte man sie einfach droppen können. Die Needle. Ja, aber dann hätte er es auf 1 hochgetriggert und dann, wenn er die Needle gestellt hätte, hätte er die kaputt gemacht.
wenn er sich auf Ugin zum Beispiel gelegt hat und er jetzt ein Ugin-Spiel macht. Ja, genau, deswegen braucht man sie halt auch. Jetzt, jetzt danach würde ich jetzt die Pitting Needles spielen und sagen, hey Ugin, damit die fair weg ist beim Ratchet Bomb. Ja, man könnte auch den Kanan sagen, weil der Kanan natürlich auch die Adafiole ganz hart ausschaltet. Ja. Kann also vieles sagen, das ist halt echt. Das Deck hat halt sehr viele Planeswalker, die ziemlich stark sind. Ja. Aber ich glaube, als Stephen Hawks hast du gegen den Ukin, wenn der mit minus 3 da, dann ist alles weg von deinem Board. Board räumt, ja. Das ist so ein. Und der Khan ist dann so, ja, du hast jetzt mal einen Tutor, okay, nächste Runde habe ich verloren. Je nachdem, wie viel Mana. Ja, je nachdem auch noch, weil viele Leute vergessen ja, dass zum Beispiel, wenn man die Let, wenn die Lettis draußen ist, man ja trotzdem einfach nur den Kanon boxen muss und trotzdem gewinnen kann. Und das kann den Squadron Hawk Geschwader halt schon ganz gut machen. Ach, die dürfen dann auch angreifen, die Viecher? Ja, genau, okay. Weil angreifen dürfen die auch. Man darf halt nur keinen Mana mehr benutzen. Er droppt runter auf 9 Leben für 5 Fortnerzieher. Nochmal. Warum denn für 5? Da wird die Verzauberung reingespielt. Sehr cool. Damit sind die automatisch jetzt +1/+1 gebufft. Genau, die sind jetzt alle 2/2. Da ist ein. Nee, das ist ein Oblivion Ring mit Cycle Effect. Ach, der 4 Mana aus dem. Amonkhet. Genau. Jo, da kommt dann der Beatdown von Thoughtnots hier. Warum spielt er keine Fiole into noch ein Hawk? Wegen der Ratchet Bomb. Ah, okay. Wie gesagt, ich hätte schon einfach die Needle schon lange auf die Ratchet Bomb gelegt und hätte jetzt einfach nur noch fliegen gegangen. Ja, aber sobald du die auf die Ratchet Bomb legst, zündet er sie? Oder kann muss er nicht mehr. Achso, er muss erst die Ratchet, er muss die Needle setzen und dann muss er entscheiden, ob er sie zündet oder nicht. Wenn genau, er sie dann nicht hätte zündet. Das hätte er schon viel früher machen können, jetzt verliert er einfach sein komplettes Agro-Potenzial. Ah, Spyglass geht auch. Ja, also Wasteland ist wieder da. Ja, immerhin. Aber was würdest du jetzt ausschalten gegen das Gegner, wenn du Wasteland wolltest? Oh, Natalia. Die blockt ganz gut. Aber hättest du die wirklich für 2 Mana gecastet? Oder hättest du sie lieber mit dem... Ich glaube, ich hätte sie gecastet, einfach nur aus dem Mund heraus, um ein bisschen Board Presence aufzuzeigen und so ein bisschen zu zeigen, so hey... Aber so hat er jetzt 5 Mana da, oder? Ne, 3 Mana für Sachen. 5 Mana insgesamt... 4 Mana für insgesamt 5 Mana mit für Eldrazis. Und mit 4 Mana macht er halt keinen Khan, wenn Talia liegt. Das ist schon richtig. Ja, okay. Das ist schon richtig. Aber die beiden Thoughtnotzieher machen halt auch Druck. Gerade wenn man 16 Leben ist. Das ist schon. Das kann halt schon ziemlich schnell mal tot dann für einen sein. Ich meine, klar, man kann jetzt hier mit Talia Block Bounce machen und so kleine Spielereien. Und Talia wieder reinbringen. Genau. Block Bounce, Talia wieder reinbringen. 4 Schaden fressen. Ja. Wäre aber so, glaube ich, das Stabilste, was man hier machen kann. Aber er nimmt die 8 Schaden. Ja. Vielleicht. Hat er noch die Stormforge und die wurde auch abgeschmissen, meines Erachtens. Ich glaube auch, er hat nur noch den Hawk auf der Hand. Er hat nur noch den Hawk. Und die Needle. Und wo die Needle dann eben vom zweiten Sortner. Ah, stimmt. Abgerufen. Nee, da wurde da, der Oblivion Ring wurde weggenommen. Ah, stimmt. Der kein Oblivion Ring war. Ja. Und dann, ja. Irgendwann wird auch. Ja, mir fällt der Name gerade echt nicht ein. Heute ist nicht mein Namentag. Wir sind so gut vorbereitet. Immer, immer. Immer. Ja, ansonsten für 2 8 Leben runter. Er ist noch bei 9, das heißt nächste Runde für 3/4. 3/2 ist der. 5. Ja. Oh, eine Ballista für 2. Damit ist die Talia auch so gut wie weg. Ja. Und dann kommt ein Hawk. Tap Hawk. Der ist wie stark? 2/2, 2/3? 2/2. So hätte er aber die Walking Ballista nur für 1 spielen können, ja. Hätte er mit der Fiole. Ist korrekt. Und wenn man eh nicht vorhat, die Talia zu bouncen und wieder auszuspielen, um sie halt als Blocker zu benutzen, hätte man, glaube ich, früher Wasteland können. Aber ich vermute mal, dass hier nicht mehr realisiert wird, dass er Wasteland offen dass hat. Das Waste, nee, dass das Wasteland funktioniert. Ja, das ist wieder. Ich vermute mal, dass hier einfach nicht realisiert wird, dass das Spyglass weg ist. So, weil auf die Needle müsste jetzt der Walking Ballista?
die Bockenbälle da aufgehen normalerweise. Dann sagt er, schießt 2 Schaden auf den Hawks. Hier ist man so weit hinten. Ich weiß gar nicht, ob es sich das überhaupt noch lohnt. Er kann noch einmal Chunt blocken, im Endeffekt, wenn er jetzt den Hawk wegschießt, die Wockenballiste. Eine Markrunde, ja, guck. Ja. Und klatsch, klatsch. Weil auf die Italia macht keinen Sinn, weil die hat nee. Halt. Genau, die wird einfach gebounced und wieder reingebracht. So, jetzt natürlich die große Preisfrage. Sind zwei Fortnite-Zieher gut genug? Er ist auf 8 Leben, genau. Auf 8 also Leben, genau. Einer kommt safe gleich nächste Runde durch. Mhm. Handkarten hat Devin Hawks keine? Ich glaube keinen mehr. Collar's Post hat noch eine? 2? Ich glaube 2, wenn ich es richtig gesehen habe. 2. Das ist also die dritte. Ja. Oh, da, zwei Leben kriegen. Oh, zwei Leben kriegen und jetzt hat er 2, 4, 6 Mana für irgendwas und 7 Mana für Eldrazis. Obwohl, die Eldrazis, die 7 Mana ist unrelevant. Der spielt 4 Sortner. 4 Sortner, ja, das war's, genau. Hm. 6 Mana bedeutet aber, dass man hier noch nicht den Ugin spielen kann. Was ganz nett ist. Wegen Talia? Ja. Aber für 5 Mana kann man. Ich hab's nicht gesehen. Wir legen irgendwas irgendwo hin und haben 5 Mana gewastet. Okay, ihr wird geblockt und auf den Friedhof gelegt. Und nicht irgendwie mit Karak. Oh, was? Oh, oder? Mit Karak so. Immerhin. 4 Schaden genommen. Edafiole. Ja, wenn das für 5 Mana ein Khan war, der da hinten rumgeflogen dann ist. Dann darf er keine Edafiole mehr benutzen, da tut genau. Richtig Spiel. Aber ich weiß es nicht. Das ist hier gerade nur eine pure Vermutung, was da hinten für 5 Mana in die Ecke gelegt wurde. Ja, das andere kann es ja nicht sein, oder? Mhm. Was gibt's noch für 4 Mana? Ahne wird noch benutzt. Ne, wird nicht benutzt. Kann nicht benutzt werden. Dann das ist wahrscheinlich ein Khan. Ich gehe auch davon aus, dass die Pith Needle auf dem Khan liegt und deshalb mit dem Khan nichts gesucht wurde. Das ist nochmal ein Wasteland, das kommt zu spät. Ist rum. Er hat jetzt nur Talia, ne? 3 Mana. 3 Mana. Hm. Das funktioniert nicht, der kostet Double White. Die gute Taranika. Taranika. Aus dem neuen Set, ne? Mhm. Also, was ist neu? Ja, aber das funktioniert nicht, die kostet Doppelweiß, aber das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Blockt hier, bounced die noch und stirbt. Ja, 0-2 für Kalle's Post, wie ich schon gesagt habe, das Matchup ist durch Death and Hawks nicht so gut wie normales Death and Texas. Aber ich glaube, hier wurde auch viel, viel missplayed von dem Death and Hawks Spieler. Die Wastelands so selten, das Bounce mit der Fiole. Ja, genau, da wurde ein bisschen was nicht gesehen. Aber gut. Passiert. Passiert. Nächstes Mal kann er wahrscheinlich mehr draus sehen. Und wir wissen ja auch nicht, was der Kalles Post-Spieler noch so in seinem Ärmel hatte. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.